Ein Streifen der ehemaligen Westfront. Kornfelder, Wiesen, Vogelgezwitscher, spielende Kinder am Bach und vom Bahndamm her lustig im Wind eine Dampffahne. In der Ferne ein Friedhof, am Wegrand Mauerreste, ein paar verbogene Eisenbahnschienen im Unterholz des jungen Waldes. Das ist alles. Und doch ist der ganze Landstreifen ein einziger Friedhof. Kornfelder, Wiesen, spielende Kinder am Bach. Ein Mann sitzt am Straßenkreuz und sinnt. Dort, hinter jenem Hügelzug, lag die Fernsprechstation der Brigade. Und eines Tages, im Sommer 1918, so, wie ist's, Müller? Wollen wir 66 spielen? Ach, ich verliere ja doch immer. Also meinetwegen. Hast du die Karten da? Ja. Komm an, ich gebe. Weißt du, dieser Unterstand, der gefällt mir gar nicht. Den ganzen Tag sitzt man bei Kapitlicht. Karo ist Trumpf. Die Karten kannst du kaum unterscheiden. Aber der Stollen hat seine 30 Stufen, mein Lieber. Und solche Deckung über den Kopf, das ist manchmal nicht zu verachten. Du. Spiel aus. Ich riskiere den König. Dem bist du los, mein Freund. Ja, mal hört der Kack. Dann krieg ich natürlich die Dame nachgeworfen. Verdammt. Mach nicht so viel Lärm, Schmidt und Müller. Ich kann hier am Klappenschrank nichts verstehen. Brigadevermittlung. Bitte Regiment Wiesengrund. Regiment, ich rufe. Regiment. Bitte Leutnant Jakobsen. Ist vor einer halben Stunde gefallen. Wie? Er ist gefallen vor einer halben Stunde. Gefallen? Ja. Granatsplitter im Unterleib. Gleich tot? Nein, nach 10 Minuten. 10 Minuten? Danke. Wird noch gesprochen. Trenne. Wie heißt du? Über 66. Schwein gehabt. Wenn wir endlich der Proviantwagen käme. Ich habe einen Kohldampfmensch. Na, wir können nicht klar. Und du denk an die Infanterie. Die haben vorne in der Trichterstellung schon 3 Tage nichts Warmes mehr gesehen. Oh, Spiel aus. Du, Schneider sagt, die Flieger haben Büchsenfleisch abgeworfen. Sag mal, Schneider, haben die Flieger von Fraß abgeworfen? Ja, das haben sie. Da wird's wieder mulmig werden. Ja. Brigadevermittlung. Dringend, Artilleriekommandeur. Die Leitung ist besetzt. Geben Sie mir eine andere Leitung. Ich habe zurzeit nur Leitung nach vorne frei. Herrgott, dann trennen Sie eine Verbindung. Darf ich nicht. Meine Fresse, Menschenskind. Kurzschüsse eigener Geschütze mit Blausäure. Einen Augenblick, vielleicht wird gleich eine Leitung frei. Ich glaube, es gibt wieder dicke Luft. 40. Kommt mir auch so vor. Die steche mit der 10. Hey, Scheiße. Hallo, sind Sie noch im Apparat? Ja. Artilleriekommandeur kommt. Hier fehlt Bülow Kramer. Kommandierführer ist gefallen. Im Abschnitt B eigene Kurzschüsse mit Gas. Der übliche Irrtum, Feldwebel. Vergeht nicht ein Tag, ohne dass wir die eigene Stellung getroffen haben sollen. Aller Keil, kein Irrtum, diesmal bestimmt nicht. Ich konnte die jungen Kerls nicht halten und musste etwas zurückgehen. Habe Gaskranke und Tote, ich bin verwundet. Habe auf dem Rückweg Telefonisten getroffen und sofort angerufen. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt durchgekommen bin. Abschnitt B, sagen Sie. Also rechts vom Bahndamm. Jawohl. Die Sache wird sofort untersucht. Dass kein Leichtsinn dahinter steckt, wissen Sie so gut wie ich. Brigadevermittlung? Versuchen Sie mal, Sedan zu bekommen. Jawohl, Herr Oberleutnant. Rufen Sie dann an. Jawohl. Müller, wo ist denn der Unteroffizier? Da kommt er gerade. Hier ist er, was soll ich? Nebenan, Oberleutnant Werner will Sedan haben. Meine Herren, Sedan ist weit. Na dann, wollen wir mal versuchen, ob wir durchkommen. Ich schalte mal den Nebenapparat auf die Vision. Ist geschehen. Brigadevermittlung? Hier, Störungstrupp Behnke Straßmann. Bist du am Klappenschrank, Schneider? Ja, was gibt's denn? Schnell ein Mann zum Straßenkreuz. Straßmann ist schwer verwundet. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Bleib da und warte. Kommt sofort jemand hin. Und pass auf, dass er nicht verblutet. Ja, kommt schnell. Müller und Schmidt, Straßmann liegt schwer verwundet am Straßenkreuz. Lauft los, der Behnke lässt ihn doch glatt verrecken. Er kann ja kein Blut sehen. Was, den Straßmann hat's gefasst? Er soll doch in Urlaub fahren.
Madame Behnke? Das ist gerade der richtige Mann in solchem Fall, das Mädchen. Ausgerechnet jetzt, wo ich meinen Pfeifer in der Hand habe. Los, los, red nicht so lange. Feldbahn mitnehmen und eine Leitungsstange. Oder lieber zwei. Schleif die nach der Feldbahn, das ist am besten. Dann gib mal das Verbandszeug her. Wo ist denn wieder mein Messer? Hier, auch die Gasmaske mit, ist besser. Dann raus, mach zu, mach zu. Immer mit der Ruhe, willst doch nicht einen alten Mann was erzählen. Nach oben höher. Brigadevermittlung. Hier, Behnke, kommt einer. Der Schmidt und Müller sind unterwegs. Wo hat sie ihn? Ach Gott, überall. Splitter im Bauch, Splitter im Gesicht, Unterkiefer zerschlagen. Hast du auch was abbekommen? Nein, nein. Schluss, muss den Klappschrank bedienen, keine Zeit. Und auf Zier. Sedan kommt, ich verbinde. Oberleutnant Werner? Sedan kommt, Herr Oberleutnant. Hier Vermittlung Sedan, Vermittlung Sedan. Ja, hier Oberleutnant Werner, können Sie mich verstehen? Jawohl. Ich kann nicht Dr. Mühlmann sprechen. Operiert gerade, Herr Oberleutnant. Dann rufen Sie Schwester Erna ans Telefon. Schwester Erna? Schwester Erna, Telefon! Ja, ja, ich komme. Hier, Schwester Erna. Oberleutnant Werner, guten Tag. Wie geht es meinem Bruder? Kommt er durch? Herr Oberleutnant, Ihr Bruder ist letzte Nacht... Gestorben? Ja, er ist gestorben, Herr Oberleutnant. Wann? Wird noch gesprochen. Jawohl, gehen Sie aus der Leitung! Wann starb er? Gegen 2 Uhr, Herr Oberleutnant. Es ist... gut. Schreiben Sie mir bitte die näheren Umstände. 13. Idee, Brigade. Gern, Herr Oberleutnant. 13. Idee, Brigade. Glück gehabt mit Sedan. Hast du den Käfer gehört? Vermittlung Sedan. Hallo. Vermittlung Sedan. Ja, da hinten möchte ich sein, du. Brigadevermittlung. Regiment Wiesengrund. Besetzt. Trennen Sie 41A, Gesprächsdivision. Achtung, Regiment. Ich trenne für 1A Gespräch. Hier, Regiment. Gefreiter Merz. Fernspruch für Beobachtung 2. Durch Melder zu übermitteln. Schreiben Sie. Jawohl. Liegt Trichterfeld zwischen Bahndamm und Höhe 80 unter feindlichem Granatfeuer. Rückmeldung dringend an Division. Ich wiederhole. Liegt Trichterfeld zwischen Bahndamm und Höhe 80 unter feindlichem Granatfeuer. Rückmeldung an Division dringend. In Ordnung. Wird noch gesprochen. Trenne. Wie ist es mit Strassmann, Schneider? Ich habe eben durchgeweckt und auf Zier, aber Binge gibt keine Antwort. Anscheinend hat er sich nicht mehr eingeschaltet. Wenn Sie bei der Feldbahn Glück haben, ist Strassmann schnell bei der Division und beim Lazarett. Der hat 4 Kinder. Pech. Tja. Hätte Madame Behnke sehen mögen, wie das Grünhorn herumgesprungen ist am Straßenkreuz, als es Dunst gab. Ah, da kommt ja unser Koch. Na, Hinrichsen, hast du Trinkwasser gekriegt? Ja, wenn man so Trinkwasser nennen kann. Fische sind nicht dran, Korporal. Was ist denn unterm Arm? Pferdefleisch. Frische feiern euch Fliegerbomben. Die Späne kommen heute wieder rudelweise rüber. Was willst du denn machen mit dem Pferdefleisch? Gulasch, was sonst, Korporal? Musst es aber erst wieder ein bisschen ankochen. Dann erst braten, sonst wird's hart. Haupt machen wir schon. Ich bloß noch ein paar Zwiebeln hätte. Strassmann liegt am Straßenkreuz, schwer verwundet. Am Straßenkreuz? Mhm. Mit Madame Behnke? Ja, Müller und Schmidt sind unterwegs. Hm. Hörte mal, er sagte, bin von Anfang an mit dabei, aber nun ist mir Zeit um. Pass auf, in diesem Jahr falle ich. Ach, Unsinn, sowas. Ja. Will das nicht sagen, Korporal. Als ich noch bei der Infanterie war, habe ich ja sowas oft erlebt. Hallo. Hm? Unsere Strippe zur Blinkstation geht wieder. Brigadevermittlung? Fernspruch. Hinrichsen, nimm mal einen Fernspruch auf, ja. Ja, lass uns, das mach ich. Mach du nur den Gulasch fertig. Kann losgehen. Fernspruch für Brigade. Trichterstellung zwischen Bahndamm und Höhe 80. Unter schwerstem Granatfeuer. Anscheinend auch vergast. Übermittelt durch Blinker von Beobachtung 2. Ich wiederhole. Trichterstellung zwischen Bahndamm und Höhe 80 unter schwerstem Granatfeuer. Anscheinend auch vergast. Übermittelt durch Blinker. Ende. Hey, Behnke. Wo sind denn Müller und Schmidt? Kommen noch. Strassmann wird wohl kaputt gehen. Wir haben ihn nach der Feldbahn geschleift. Müller meinte, ich sollte nur schon zugehen. Ist dabei Besinnung? Ja. War so schwer, ihn zu transportieren. Bei jeder Bewegung schrie er.
Gib mir mal eine Zigarette, Scheider. Bin ich mal lad. Na, du hast die richtige Ruhe noch nicht weg. Da hinterm Klappenschrank, da liegt eine Pfeife voll Tabak. Brigadevermittlung. Bitte Blinkstation. Blinkstation, ich rufe. Wie war's denn, Binke? Ja, wir saßen beim Straßenkreuz in einem Trichter und flickten eine Leitung. Als ich die Flickstelle isoliert hatte, setzte er Granaten hin. Straßmann sagte, es wären 15er. Nach einigen Einschlägen liefen wir weiter, fanden die Leitung bei einem großen Trichter und wollten uns gerade hineinsetzen, als ich plötzlich in den Trichter geworfen wurde. Straßmann flog ein ganzes Stück weg. Ich habe keinen Abschuss und kein Heulen gehört, ja. Und dann schrie er und ich lief zu ihm. Zuerst jammerte er immer, meine Kinder, meine Kinder. Nachdem wir uns dann aber angesehen hatten, stöhnte er nur noch. Und da habe ich schnell den Störungskasten angeklemmt und angerufen. Hast du noch Tee, Hinrichsen? Ja, dann kommen wir erst mal nach oben. Hab noch Tee im Topf, will gleich Pferdegulasch machen. Wollen wir fraßen, Madame Binke? Pferdefleisch esse ich nicht. Na, dann lass das eben bleiben. Arme Tiere. Hier, Binke. Gib den Fernspruch nebenan bei Oberleutnant Werner ab. Brigadevermittlung. Ich muss dringend mit dem Lazarett bei der Fabrik sprechen. Wie komme ich da hin? Ich verbinde mit Waldlager. Waldlager. Lazarett, dringend! Lazarett, ich rufe. Lazarett? Ja, hier, Kraftwagenführer Sanders. Mein Begleitmann ist tot. Das Sanitätsauto liegt vor dem Ortsausgang der Höhle. Der Ortsausgang liegt unter schwerem Feuer. Und was ist mit Ihrem Wagen? Sitzt mit den Vorderrädern in einem Granatrichter. Kühler und Motor durch schwere Splitter beschädigt. Der Begleitmann, er war sofort tot. Durch einen zweiten Einschlag neben dem Beiwagen wurden zwei Verwundete getötet. Die Sanitätshöhle ist mit Verwundeten überfüllt. Die zwei Reservewagen müssen sofort hierher geschickt werden. Aber zum Westausgang fahren lassen. Und Vorsicht, in der Schlucht. Dort schlagen in regelmäßigen Abständen schwere Kaliber ein. Ja, ist gut. Sind Sie verwundet? Nein, nicht schlimm. Oberarm aufgerissen. Nur eine Fleischwunde. Na, Straßmann gut abgeliefert? Ja, die Feldbahn hat ihn gleich mitgenommen. Aber der kommt nicht durch, glaube ich. Wir haben ihn so gut verbunden, wie es noch möglich war, Korporal. Mhm. Ich soll seine Langschäftigen behalten, hat er gesagt. Schneider, du sollst seine Uhr nach Hause schicken. Binke soll seinen zweiten Waffenrock nehmen. Er war ein guter Kerl. Ja, das war er. Schneider, sag auf der Station Bescheid, dass es mit Straßmanns Urlaub nichts wird. Und frage mal an, wo der Proviantwagen eigentlich bleibt. Auf Flucht nochmal. Regimentsstrippen sind schon wieder hinüber. Ja, ich rufe an. Der Teufel soll die verdammten Leitungen holen. Dass sie uns auch die zwei Mann Ersatz noch nicht geschickt haben. Tja, Müller-Schmidt, hilft nichts. Dann müsst ihr noch mal los. Nein, Stag und Nacht rennt mal rum. Warum setzen denn die da hinten auch keinen Dampf dahinter, dass wir endlich die zweimal mehr bekommen, Korporal? Na und wo bleibt der Proviant? Wird sich verspätet haben. Schneider fragt gleich an. Und legt die Leitungen möglichst tief in den Dreck beim Kolonnenweg. Die fahren manchmal weit seitwärts übers Feld, wenn die Straße behagt wird. Ja, dann los, Schmidt. Umso schneller sind wir wieder hier. Ihr Brigadevermittlung, ist doch die Schreibstube. Ja, was gibt's? Straßenmann ist schwer verwundet. Die Feldbahn nimmt ihn mit. Wir brauchen unbedingt zwei Mann mehr. Sind angefordert. Herzaubern können wir sie auch nicht. Kommt der Proviantwagen noch heute? Nein, erst morgen. Und dann fährt er zukünftig nur bis Station Feldweg. Von dort müsst ihr es selber abholen. Wir wollen nicht wieder Pferde verlieren wie das letzte Mal. Sonst noch was? Nein. Hier bringe ich euch einen Gefangenen. Er wollte gern mal sehen, wie die Kameratelefonie es bei uns macht. Wo hast denn den hergekriegt, Hinrichsen? Der ganze Graben steht oben voll. Sie werden einzeln nebenan verhört. Hinrichsen, bring den Kerl wieder nach oben. Wenn die von nebenan den hier sehen, gibt's eine Zigarre. Viele, viele, wie heißt Tank, Tank? Ja, Tank natürlich wieder, ja, ja. Der Kerl ist verwundet, dem läuft das Blut hier aus dem Ärmel. Guck doch mal. Nichts, nichts. Ja, no, allons. Komm an, muss hier wieder raus. Am liebsten möchte ich ihm die Stiefel ausziehen und auf sie. Das könnte dir wieder so passen, Schneider. Dir stecken wohl Hinrichsen seine Englischen noch in den Augen, ne? Vermittlung. Bitte Division. Ich rufe, Herr Oberleutnant. Division? Verbinden Sie mit 1A. Ich verbinde. Ja? Hier Oberleutnant Werner. Nach den Aussagen der bisher verhörten Gefangenen steht ein großer Angriff unter Verwendung von Tanks unmittelbar bevor.
Brigadevermittlung? Bist du im Apparat, Schneider? Ja, was gibt's, Hansen? Privatgespräche sind verboten. Meine Herren, ihr seid wieder unsere letzte Verbindung. Unsere Station liegt direkt bei einer Funkstation vom Schallmesstrupp. Wir haben hier seit einer Stunde schweren Dunst. Du, mir kommt es so vor, als wenn sie es hier auf die Funkstation abgesehen haben. Und sind ja doch nur eine ausgehängte Antenne dicht am Boden, nicht? Ja, das ja, aber vielleicht haben sie die Station angepeilt. Das gibt's ja. Ach, ihr da hinten habt es gut. Vorläufig, ja. Wir haben nur ein paar Baumstämme überm Kopf. Und ihr mit eurem tiefen Brigadestollen, ach, ihr seid ja dickste Etappe. Wir haben... Hallo. Hallo, Hansen. Hallo, Hansen. Was habt ihr? Das war ihre letzte Strippe. Na, Binke, was macht das Pferdefleisch? Ist schon auf dem Feuer. Oberleutnant Werner hat Hinrichsen einen eingeschenkt. Oder oben so einen Höllenqualm macht. So, so. Hier, guck mal, Postkarten von den Gefangenen. Feine Sachen drauf. Das ist nichts für dich, wirst dadurch bloß verdorben. Komisch, dass Gefangene solche Postkarten bei sich tragen, was? Gehört wohl drüben dazu. Was macht Unteroffizier? Wir sind dabei draußen, die Leitung in Ordnung zu bringen. Zwei Stangen waren umgefallen. Und du stehst hier rum, Madame Binke? Ich will ja Feldkabel raufbringen. Brigadevermittlung. Bitte Division. Division, ich verbinde, Oberleutnant. Oberleutnant Werner, Exzellenz, das gegnerische Störungsfeuer nimmt zu. Hinter der Front wurden Tanks gesichtet. Warum ist unser Störungsfeuer so schwach, Exzellenz? Wir müssen mit unserer Munition sparen. Naja, wenn es die ganze Nacht trommeln sollte, kommen unsere Munitionskolonnen doch nicht durch. Es fehlt uns an allen Ecken und Enden an Material. Sonst etwas? Nein, Exzellenz. Kargo kriegt bloß Zwiebeln her. Mal ohne Zwiebeln ist das so nichts. Frag doch mal nebenan den Burschen. Ach, den habe ich ja schon angehauen, der hat keine. Eben haben sie drüben zwei Fesselballons verloren. Die Würste, die hingen ja auch so frech, da wurde mal Zeit, dass sie weggeputzt wurden. Hm. Ja, Feuer nimmt vorne zu. Wenn wir nach der Blinkstraße sind. Nee, sag ich. Läuse habe ich nicht, aber Bienen, und zwar Marke Rotkreuz. Ach, Mensch, lass dich kaputt über den jungen Kerl. Er sagt, er könnte nicht schlafen, weil er Bienen hätte. Dann müsste er zur Infanterie, sag ich ihm. Dort könnte er sogar in einem wassergefüllten Granatrichter schlafen lernen. Wo ist denn Madame Binge jetzt? Aber. Ach, der spielt mit der roten Schnecke und philosophiert dabei über den Begriff Held. Den haben sie da von der Schule aus eingezogen. Mich bloß wissen, wieso der gerade zu den Fernsprechern kommt. Und dabei haben wir als Fernsprecher noch Druckposten. Die muss die Infanterie erst die Schnauze voll haben. Ja, wenn die wenigstens so zu futtern bekämen wie die drüben von der anderen Feldpostnummer. Büchsenfleisch soll der Engländer gar nicht auf Rechnung haben. Ach, ich möchte jetzt in einem weißen, richtigen Bett liegen. So eins wie in Valenciennes. Tja, und ich möchte baden. Zivil anziehen. Ein bisschen in Berlin herumspazieren. Hm. Ja. Schneider, jetzt habe ich den Schlamassel auch bald satt. Hörst du? Die Schießerei nimmt zu. Der übliche Abendsegen kommt. Wer nicht dabei war, wird es später nie erfassen. Für den werden Verdun, Durmont, nur Worte, nichts als Worte sein. So ist es. Alle Worte der Welt vermögen nicht Verdun und Somme. Na, wie schreiben denn unsere Kriegsberichte immer so schön, Erlebnis werden zu lassen? Weißt du noch, an der Mann? Ja, ja. Wie wir beide den französischen Schimmel einfingen. Und an Flandern. Der Mensch kann viel ertragen. Und dann an der Somme. Da wurde ich Unteroffizier. Dann kam Verdun, toter Mann, 304. Rabenwald, Montfuron. Ich meine Damme, Laon. Ja, was kam dann eigentlich? Dann kam rechts von Laon im Wald, St. Nikolaus. Ja. Ach, das war eine wunderbar ruhige Ecke. Ja, man kennt vieles besser als der eigene Heimat. Ich bin's bloß zu Ende wäre. Ich kann die Briefe von meiner Frau schon gar nicht mehr lesen. Ein Elend in Deutschland. Brigadevermittlung. Division, ich rufe. Brigadevermittlung. Fernspruch. Kann kommen. Brigadevermittlung. Leitung besetzt. Wird noch gesprochen. Und mit der zunehmenden Dämmerung steigerte sich das Geschützfeuer zu einem Orkan aus Eisenfetzen, Staub, Qualm und Gas. Hügel auf, Hügel ab tanzten die Einschläge und die Luft in den Tälern zitterte klirrend vom Bersten der Minen und der schwersten Langrohre. Vernichtet,
umgepflügt die letzten kläglichen Unterstände. Und Stunde um Stunde der Nacht, Stunde um Stunde der Nacht, wetterleuchtete es im rasenden Toben, erstickten letzte Schreie im Qualm und Gas und im Schlamm der Trichter. Im rieselnden Regen dampften die heißen Rohre der Geschütze, brüllten hochgehende Munitionsstapel. Trommelfeuer. Unermüdlich liefen die Telefonisten hinter den vorderen Stellungen ihrer zerstörten Leitungen ab und als es endlich hell wurde. Brigadevermittlung. Mit der Uhrzeit. Genau 6:02. 6:02, danke. Wie sieht's denn bei euch aus, Kamerad? Die ganze Nacht nichts wie Störung. Seit einer Stunde liegen auch wir unter Feuer. Vorne hat's nachgelassen. Bevor angreifen, wie? Ja, denke ich auch. Na, Schluss. Hallo, Herr Oberleutnant, ich sollte anrufen. Donnerwetter, sind die 2 Stunden schon wieder rum? Ja, ist gut. Hinrichsen. Hinrichsen. Was willst du? Komm, steh auf. 6 Uhr. Komm, koch Kaffee. Miller und Schmidt müssen auch bald von der Störung zurückkommen. Bink hat ja oben schon Feuer angemacht und Wasser aufgesetzt. Mal hier, Kack. Was denn? Schießt die Bande auch wieder hierher? Ja, seit einer Stunde. Nur geh doch schon aus deinem Bienenkorb raus, Mensch. Das Wasser musst du schon kochen. Ja, komm ja schon. Hoffentlich lässt da meine Kochbude in Ruhe. Was haben wir für Wetter? Regen, Nebel. Weißt du, meine englischen Schnürstiefel sind ja bonfortionös. Mit was für Brocken schmeißt er denn? Nur ab und zu mit Sprenggranaten. Du bist gut, nur. Du kannst so bleiben. Ist ja wieder alles ausgeflogen, wa? Wo ist denn der Offizier? Der erledigt eine Störung. Na und Madame Behnke? Bringt eine Meldung nach der Blinkstation. Die Brigademelder sind gaskrank. Und die Leitung, die ist hin. Hey. Der saß mitten drauf, Schneider. Jede verdammte Carbidlampe. Jedes Mal, wenn es in der Nähe oben auf reinhaut, dann geht die Lampe vom Luftdruck aus. Alte Sache das. Wollten wieder meine Pressalien hier kommen. Carbidlampe nennst du das. Eine Carbidfunzel ist das. Will mal sehen, ob meine Kochbude überhaupt noch da ist. Vielleicht hat es einen Volltreffer gekriegt. Da müssen wir Kaffee kochen in der Dunstkiepe. Dann sind meine Pötte hin. Mensch, wenn du bloß erst mal oben wärst. Ja, ich geh ja schon, Willst du da keinen alten Krieger aufschwänzen? Brigadevermittlung. Regiment Wiesengrund, bitte. Seit gestern Abend gestört. Dann geben Sie mir eine andere Leitung nach vorn. Zurzeit habe ich keine intakte Leitung nach vorn frei. Wie lange schon? Etwa seit einer Stunde. Das ist eine Schweinerei. Wie kommt denn das? Und weiter vorn liegt alles unter Feuer, zum Teil unter schwerstem Feuer. Rufen Sie einen Melder der Brigade an den Apparat. Sind gaskrank. So zum Auspatzen. Geben Sie Brigade. Brigade, ich verbinde. Oberleutnant Werner? Ja, Hauptmann Jensen. Liegen irgendwelche neuen Meldungen vor? Die Telefonleitungen sind fortwährend gestört. Mit Wiesengrund haben wir schon gestern Abend keine Verbindung mehr gehabt. Melder kamen nicht wieder. Die Blinkstation dringt nicht mehr durch den Nebel oder ist zerschossen. Wir haben einen leicht verwundeten MG-Mann hier. Er behauptet, dass die vorgeschickte Verstärkung heute nach dem Bahndamm gar nicht erst erreicht hat. Vielmehr schon in der Schlucht vollkommen erledigt wurde. Wenn die abgeschickten Melder eintreffen, sollen sie versuchen, bis zum Wäldchen durchzukommen. Hallo? Hallo, Vermittlung! Vermittlung! Wird noch gesprochen. Haben Sie eben getrennt? Nein, der Einschlag hier bei uns scheint eine Leitung zerrissen zu haben. Dann lassen Sie die Störung sofort beheben. Jawohl, Oberleutnant. Mensch, Schneider. Eben hat er einen in den Graben bei meiner Kochbude hingesetzt. Eine Leitung ist hin, aber ich dachte, er ist mich jetzt erwischt, aber nicht mal der Coffeepot hat was abgekriegt. Das bringt die Leitung wieder in Ordnung hin, Richter. Isolierband liegt auf dem Bord. Koch spielen, Wasser schleppen, Holz sammeln, auf der Strippe flicken. Weißt du, nächstens kann Koch spielen, wer will. Aber du warst ja nur einmal heute Nacht auf Störung. Wie lange sitze ich hier am Klappenschrank? Aber Madame Behnke soll kochen. Der sollte doch sowieso ein Mädchen werden. Außerdem, mit der bei Tops, pass auf, was ich dir sage. Diese Grünhörner haben doch keinen Instinkt für Schlamassel. Die können nur fallen. Mensch, hör auf. Ja, stell den Kaffee her und geh schon. Ist doch weiter nicht der Rede wert. Nö. Ist überhaupt alles nicht der Rede wert. Ja, am besten ist Partie allemand. Was ist eine Zange? Brigadevermittlung. Division. Ich gebe Feldweg, Herr Oberleutnant. Hier Feldweg. Bitte Division. Besitz. Trennen Sie für 1A. Gespräch Brigade. Achtung, Division, ich trenne für 1A-Gespräch. Division? Bitte 1A. 1A, ich rufe.
1A. Hier Oberleutnant Werner. Meldung durch einen verwundeten Batterieführer. Bahndamm wurde bereits vom Gegner besetzt. Sperrfeueranforderung durch Leuchtkugeln. Feindliches Feuer liegt zurzeit auf unseren Geschützstellungen und rückwärtigem Gelände. Also anscheinend Angriff? Ja, Exzellenz. Vom Nebel außerordentlich begünstigt. Allerdings klart es ja auf. Vorgehende Reserve ist angewiesen, vor der Brigadehöhe weitere Befehle abzuwarten. Reserveartillerie, soweit vorhanden, ist unterwegs. Jawohl, Exzellenz. Die verflixte Kapitfunzel. Brigadevermittlung. Nachrichtenabteilung. Rufen Sie einen Unteroffizier. Der ist nicht hier. Sagen Sie ihm das Folgende. Hier ist Leutnant Kirchmann. Vermittlung, Brigade hat die Station ohne Befehl nicht aufzugeben. Rückwärtige Verbindungen sind um jeden Preis aufrechtzuerhalten. Verstanden? Jawohl. Ich wiederhole. Vermittlung, Brigade hat ohne Befehl ihren Standort nicht aufzugeben. Und die rückwärtigen Verbindungen sind unbedingt aufrechtzuerhalten. Gut. Wie viele Kilometer Kabel haben Sie noch dort? 6 Kilometer Feldkabel. In Ordnung. Schluss. Meine Herren. Mensch, Schneider. Das war eine Nacht, was? Ja, und wird ein böser Tag, überall. Was kritzelst denn da? Ein Befehl für uns hier. Lass mal sehen. Das wird ja nicht das Theater. Sieht ja fast nach einem kleinen Durchbruch aus. Oh, die Strippe ist wieder in Ordnung. Nun wird aber erst mal Kaffee getrunken, meine Herren. Vielleicht trinken wir zum letzten Mal nie, Herr Schweiß. Dann ist es am besten, wir packen unsere Klamotten zusammen. Nichts von wegen Sachen packen. Hier, Hinrichsen. Lies das mal. In Brigade ohne Befehl nicht aufgeben. Na denn nicht. Befehl ist ja Befehl. Und wenn der Dyer will. Mensch, Schneider, steck doch noch eine Kerze an. Das ist doch nichts mit der Kabitlampe. Natürlich. Der Kaffee ist bon, wa? Wenn du mit dem Karo einfach aus der Hand geschnitten ist, das belämmert. Da müssten ordentliche Fettlappen drauf, wie diese drüben machen. Holla, Madame Behnke kommt. Na, mein Freundchen, wie bekommt ihr der Dunst? Ich kann bald nicht mehr. Weiter nicht. Ich bin klatschnass. Bin in einen Trichter gefallen. Meldung abgegeben, Behnke? Nein. Die Blinkstation ist hinüber, Unteroffizier. Was heißt das? Volltreffer? Ja. Volltreffer. Oh. Was denn, ach? Die Leichen. Haut er denn da mit schweren Brocken hin? Ja. Einmal dachte ich, es wäre aus. Also allein gehe ich nicht wieder los. Sollst doch nicht. Hält dieser Unterstand eine schwere Granate aus, Unteroffizier? Ja. Wenn es nicht gleich ein schwerer Kohlenkasten ist. Nun schluck mal erstmal ein bisschen heißen Kaffee, dass du wieder auf die Beine kommst. Schneider, da ist eine Klappe gefallen. Ja, ja. Brigadevermittlung. Hallo. Meldet sich niemand. Ja. Ob er angreift? Na, meinst du, er trommelt die ganze Nacht aus Vergnügen, Behnke? Siehst du, da hast du eben wieder die Augen aufgerissen, als wenn du einen verpasst bekommen hättest. Dabei sitzt der Kerl 30 Stufen unter der Erde. Was meinst du, wenn du jetzt vorne bei der Infanterie wärst? Kannst du denn überhaupt schießen mit deinem Karabiner? Hm? Ein bisschen ja. Wir waren als Telefonisten nur einmal auf dem Schießstand. Da schickt man uns solche Jünglinge und wir können uns mit euch abplagen. Du siehst wieder aus wie ein Gespenst. Was kann ich dafür, Unteroffizier? Immer Hunger, bevor ich eingezogen wurde. Lass deinen Karo schon auf. Na, schneid dir von meinem was ab. Weiß ich alles. Aber du qualmst so viel Sargnägel. Wie alt bist du denn überhaupt? Morgen werde ich 19. Oh, schönes Alter. Möchte auch noch 19 sein, aber nicht ihr. Ihr müsst mit 19 Männern spielen, das verdirbt euren Kopf. Aber Kopf hoch, mein Lieber. Stirbt sich manchmal viel besser, als du eine Ahnung hast. Willst schreien und bist schon kaputt. Gar nicht so schlimm alles. Ach, wenn man immer gleich tot wäre. Heute Nacht habe ich Schreie gehört. Die werde ich nie wieder vergessen. Auch den Leichengeruch nicht. Der Mensch vergisst alles, wenn er alt genug wird. Besonders das Schlechte. Leider wird er oft nicht alt genug. Ja, als wir damals an der Somme, arme Beine, halt Hände... die Schnauze. Wolf, wollt da mal was erzählen? Gut, ich kenne deine süßen Berichte. Hey, wird noch gesprochen. Ich trenne. Keiner dran. Wo bleiben denn wieder Schmidt und Müller? Gib mal Feuer. Hm.
Frierst du, Binke? Ja, ein bisschen, bin klatschnass. Rock runter, drillig anziehen, Zeltbahn umhängen. Wisst euch auch gar nicht zu helfen. Wir müssen nämlich wieder los, wenn Schmidt und Müller nicht gleich kommen. Na, mach dich fertig. Gasmaske nicht vergessen. Wir wollen eine Ersatzleitung ziehen. Was Neues, Schneider? Nö. Oh Gott. Was hast du, oh Gott? Ich meine nur... Ja, der meint immer. Ich meinte nur, wenn ich fallen sollte, bestell meiner Mutter einen Großhinweis. Ja, wird nicht, ja, fallen. Halt die paar Granaten da um. Mal denk an die Infanterie vorne. Heute Nacht, das war was, mein Freundchen. Naja, aber... Denk dran, wenn ich... Naja, der macht ja nicht. Henrichsen, wenn hier bei der Station was in Unordnung ist, das musst du in Schuss machen. Mit der Kocherei wird es heute doch nichts. Der Proviantwagen kommt erst morgen. Winke, nimm eine volle Trommel Feldkabel mit. 1000 Meter brauchen wir schon. Ja. Ich bin der Unterstand der Brigade. Jawohl, Brigadevermittlung. Ich bin mit meiner Batterie aufgefahren. Lassen Sie mir eine Leitung nach oben legen. Haben Sie noch eine Klappe frei, Unteroffizier? Jawohl, Herr Leutnant. Ja, ja. Wo sind die Herren von der Brigade? Linker Zugang. Ja. Der Unterstand hat zwei Zugänge. Hinrichsen. Ja? Leg eine Leitung nach der Batterie. Ordnung. Also komm, Winke. Ja. Und, Hinrichsen. Vergiss nicht. Meine Mutter. Zum Teufel, nee. Na los, komm schon, Binke. Ja. Na, Schneider. Wird heute eine erstklassige Vorstellung, sag ich dir. Ach, ja, auf, Mensch. Meine Herren, wenn der Nebel hochgeht, dann gibt's Dunst. Aber jetzt, jo. Wie weit sie schon durch sind. Doc, klemm die Leitung fest. Ich rolle ab. Brigadevermittlung. Hier, Störungstrupp Müller-Schmidt. Wir müssen umkehren. Vor uns im Nebel Tanks. Auf der Straße gehen Verwundete nach hinten. Sie sagten, vorn sei alles weg. Schluss. Hallo, warte mal. Wo sind die Tanks ungefähr zu sehen? Moment mal, ich gebe dir Oberleutnant Werner. Hier, Oberleutnant Werner. Eine Meldung von unserem Störungstrupp. Zwei schwere Tanks tauchen rechts in der Straße auf. Ein kleiner bewegt sich auf der Straße. In Höhe des alten Pfarrhaus? Das kann ich von hier aus nicht beobachten, Herr Oberleutnant. Das Gelände am Abhang liegt unter schwerem Störungsfeuer. Ist gut, kehren Sie um. Du Schneider, der hat seine Batterie direkt bei unserer Station aufgefahren. Die Munitionskolonne steht seitwärts frei weg auf der Straße. Es gibt doch was für die Flieger, sag ich dir. Weck mal durch, ob er sein Apparat oben schon dran hat. Batterie? Vermittlung, die Leitung ist in Ordnung. Geben Sie Artillerie, Kommandeur. Ich rufe. Hören Sie oben gleich anfangen, Dunst zu machen. Hm. Ich will mal nachsehen, wie es mit der Schießerei steht und ob da oben einer was zu schmilken hat. Ja, schau mal nach. War der erste Abschuss schneller. Wann kommt der letzte? Brigadevermittlung. Hier 1A, verbinden Sie mit Oberleutnant Werner. Jawohl, ich rufe. Oberleutnant 1A, ich verbinde. Oberleutnant Werner, hat die Reserve Anschluss nach links und rechts gefunden? Jawohl, Exzellenz. Ich hoffe, dass wir die Geschichte vor der Brigadehöhe zum Stehen kriegen. Aber das ist nur möglich, wenn die MG-Verstärkung endlich eintrifft. Zurzeit haben wir nur eine Batterie und ein Langrohr auf unserem ganzen Divisionsabschnitt. Himmel und Hölle, ist das wieder ein Schlamassel. Da sind wir wieder, Schneider. Aber frag bloß nicht wie. Mensch, wir sind gerannt wie die Hasen. Die Schweine sehen wir aus. Ja, guck doch mal meinen Stallhelm an. Schöne Beule, was? Ein Splitter haut dir dagegen, dass mir Hören und Sehen verging. Wo ist denn der Unoffizier? Wir müssen noch turmen. Was sollen wir denn hier noch? Nix, Türm. Ohne Befehl haben wir hier zu bleiben. Du schlägst aber 13. Sag mal, was will denn die Batterie da um? Schießen, was sonst? Schießen, so? Ich sag dir, die schießen nicht mehr lange. Er steht ja direkt wie auf dem Präsentierteller. Die putzen die Flieger bald weg. Kinder, macht euch klar für die Gefangenschaft. Hört auf den alten Krieger. Na, zwei Flieger haben die Batterie doch schon entdeckt. Die kreisen oben rum. Ja? Da habt ihr's. Das waren Bomben auf die Batterie. Es schießt vorne nicht mehr. Der Angriff... Das ist Binke. Los, nach oben. Na, was habe ich euch gesagt? Binke ist natürlich der Erste. Brigadevermittlung. Ich rufe. Oberleutnant Werner, wie ist bei Ihnen die Lage? Anrollende feindliche Tanks. Dahinter vorgehen die Infanterie. Zwei Tanks wurden erledigt. Wenn nicht Verstärkung eintrifft, ist unsere Lage hier hoffnungslos, Exzellenz. Der Nebel steigt und die ersten Flieger werfen bereits Bomben. Soeben wird mir gemeldet, dass ein Flieger die Batterie in geringer Höhe kreisend unter Maschinengewehrfeuer nimmt. Eine Jagdstaffel ist unterwegs. Gleichfalls werden alle verfügbaren Kräfte vorgeschickt. Die Batterie muss zurückgenommen werden.
Sofort, Exzellenz. Meine Beine. Leg die dorthin. Meine Beine. Meine Beine. Sag nicht was. Sie kommen. Sie kommen. Ruhig, Binke, ruhig. Der Schrei nützt ja doch gar nichts. Ab in, halt ihn fest. Wenn er bloß nicht so toben wollte. Gott sei Dank, er ist ohnmächtig geworden. Was waren wieder Fliegerbomben auf die Batterie? Schneide ihm doch das Zeug weg. Aus dem Brust der Unteroffizier. Mensch, Schmidt, lauf doch mal rauf. Vielleicht liegt er im Graben. Brigadevermittlung. Haben Sie noch nach der rechten Division eine Querverbindung? Nein, Herr Oberleutnant. Und nach links? Ich rufe, Moment. Hallo? Hallo? Es meldet sich niemand, Herr Oberleutnant. Also auch gestört? Ja, Herr Oberleutnant, wahrscheinlich. Es ist gut. Der Unteroffizier liegt am Graben. Tot. Nur ein Geschütz schießt noch. Und im Tal sind Tanks. Wegschaffen können wir Binke nicht. Brigadevermittlung. Wir zerstören unseren Klappenschrank. Vor uns sind Tanks. Es wird auch Zeit für euch, wenn ihr nicht in Gefangenschaft kommen wollt. Schluss. Vermittlung. Sind noch Leute frei? Drei Mann, Herr Oberleutnant. Ein Mann her, mich verbinden. Zwei nach oben und die Verwundeten hereinschaffen. Jawohl, Herr Oberleutnant. Ein Mann zu Werner, zwei nach oben, aber schnell. Ach Mensch, wir sind erledigt. Seid ihr drüben allein? Na, scheint so. Bist du da, Schneider? Ja, Bink. Ich sterbe, du. Ach, das denkst du nur. Hast du keine Schmerzen? Nein, fast nicht. Ja, lieg nur ja ganz still, ja. Schneider. Hm? Gib mir noch eine Zigarette. Ja, ich habe noch eine halbe. Gib sie mir, vielleicht die letzte. Naja, kannst du ja kriegen. Ich bleibe ruhig liegen. Auch die Hände nicht bewegen. Ich rauch sie an und steck sie in den Mund. Was war der Schneider? Handgranaten. Aber weit weg. Rette dich, Schneider. Nein, bleib bei mir. Bleib, bis ich tot bin. Ich bleib ja bei dir. Du stirbst nicht. Eine Sauerei, die verflucht man nicht. Aber das viele Blut, Schneider. Ich sterbe doch. Du warst bloß so ruhig um, Schneider. Ich weiß nicht. Ich hoffe, still mal. Morgen ist mein Geburtstag, du. 19 bin ich. Gib mir was zu trinken. Ja. Brigadevermittlung. Ihr Störungstrupp. Achtung, Division kommt. Batterie. Batterie, ich rufe. Batterie. Hier Division. Donnerwetter, warum macht die Batterie keinen Stellungswechsel? Seid ihr verrückt geworden? Wir haben keine Pferde mehr, Exzellenz. Wir können nur noch mit einem Geschütz schießen, aber die Franzmänner sind schon eingeschossen. Bis auf zwei Mann sind meine Leute gefallen. Es ist... Hallo, Batterie! Batterie! Leg meine Beine mal anders hin. Geht so. Ist der Unteroffizier gefallen? Ich bekomme Schmerzen. Schneider. Schneider! Ruhig, ruhig, Mensch, schrei nicht. Mutter. Mutter. Schneider. Schneider, sie kommen. Sie kommen. Los, Werner fragen, was wir tun sollen, Hinrich. Wir bleiben still sitzen. Na, vielleicht machen die uns einen Gegenstoß und wir können raus. Na, wo willst du denn sonst noch hin? Na gut, warten wir ab. Franzmann? Ja, Tommy und Franzmann. Nebenan liegt nur Werner. Ihm hat's einen Arm zerschlagen, alles andere so hin. Auch sein Bursch ist hier fallen durch Fliegerbomben. Wo sind wir dann, Schmidt? Weiß ich nicht, Mensch, wenn das bloß gut geht. Hinrichsen, sag meiner Mutter. Arsch! Still! Der Franzmann ist oben. Ruhig! Sonst werfen die Handgranaten ein. Hast du gehört, da ist halt einer? Ja, die sind oben am Eingang. Psst, ruhig! Schnell in den Gang rein! Du kommst da nach hinten! Wir gehen hier kaputt, wenn ihr nicht kommt! Wenn sie eine Handgranate reinwerfen oder Flammenwerfer hier brauchen! Bleib bei mir! Bleib bei mir! Danke! Das ist aus. Das haben Sie gehört.
Sont-ils déjà morts? Hola, sergent! Mais oui, mon petit. Sale guerre. Attention! Et maintenant, 20 mètres tout droit en avant et ensuite un peu à droite le long de la tranchée. Auf Kraftwagen rückte deutsche Reserve an und im Gegenstoß wurde hier und da die Geschützstellung wieder erreicht. Einer lebte noch im Unterstand der Brigade. Verweht, vergessen. Mauerreste, verbogene Eisenbahnschienen unter den Büschen im jungen Wald und die Friedhöfe und die mit Knochen gefüllten Keller beim Douaumont. Wir brachten das Hörspiel Brigadevermittlung von Ernst Johansen. Die Personen und ihre Sprecher waren Schneider, Erik S. Klein, Müller, Jochen Thomas, Schmidt, Johannes Maus, Behnke, Eckhard Friedrichsson, Unteroffizier, Helmut Müller-Lankow, Hinrichsen, Werner Trögner, Oberleutnant, Hanjo Hasse. Ferner wirkten mit Christoph Engel, Horst Preusker, Horst Weinheimer, Rolf Rippberger, Willi Porath, Hans Olof und andere. Schnitt Bärbel Kaiser, Ton Peter Pählchen, Regieassistenz Joachim Herting, Regie Hans Knötsch. Sie hörten eine Aufnahme des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1963.